Peter, jetzt haben wir viel über Theorie gesprochen und über wissenschaftliche Erkenntnisse. Was sind denn jetzt die Praxistipps, die du uns mitgeben kannst? Zum Beispiel, was sollte man, wenn wir mal am Anfang sozusagen anfangen, was sollte man machen, bevor man überhaupt ein Projekt startet? Ja, was wir gelernt haben, ist, dass es ganz wichtig ist, eben eine gemeinsame Auffassung zu haben, um was es in einem Projekt geht. Oder? Zwischen Auftraggeberin, Steuerungsausschuss, Projektleitung, Projektteam, da mal zu sagen, also warum machen wir das überhaupt? Oder was ist denn jetzt und was ist nicht? Oder? Was für Ziele sollen rauskommen? Oder? Und haben wir auch Ergebnisse definierbare, die man abhaken kann? Oder wo man sagt, ja, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Welche Rahmenbedingungen gibt es, die man unbedingt beachten will, was sind die Mittel und so weiter. Dass man da wirklich eine gemeinsame Auffassung hat unter den Beteiligten und auch den Betroffenen vom Projekt, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben da gute Erfahrungen gemacht, habe es schon erwähnt, mit so Canvas-artigen Übungen, relativ einfach kurz, 2-3 Stunden, die wichtigsten Leute zusammenbringen. Und das ist dann auch typischerweise für die Projektleitung eine schöne Grundlage, um dann die, ich sage nach den Regeln der Kunst, die Auftragsanalyse zu machen und einen guten Projektauftrag dann ausarbeiten zu können. Also da hat sich nicht viel eigentlich daran geändert in vielen Jahren, dass ganz vorne, es sich halt schon entscheidet, ob es dann hinten sicher sauer läuft. Es kann ja immer Schwierigkeiten geben, aber man kann vorne ganz viel dagegen tun. Ich hatte mal einen Lehrmeister, der hat mir gesagt, was du vorne versaust, kannst du hinten nicht mehr retten. Und da hat er wohl, ist heute ein älterer Herr, aber der hat recht gehabt. Ja. Genau, galt damals und gilt heute genauso. Genau. Was kann denn du sagtest, eine saubere Auftragsklärung ist wichtig und gemeinsame Idee durch ein Canvas vielleicht erarbeitet vom Projektteam. Was kann der Projektleiter darüber hinaus noch tun, damit sein Projekt erfolgreich wird? Also neben dieser Klarheit mit der Auftraggeberin und dem Steuerungsausschuss ist sicher führen, oder? Dass die Projektleiterin führt, also dass sie klare Aufträge erteilt, dass sie sich nicht davor scheut, die Ausführung ihrer Aufträge zu kontrollieren. Das ist in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen schwieriger geworden als zur Zeit, als ich angefangen habe als Projektleiter, weil die Grundstimmung vielleicht heute anders ist, also dass halt Kontrollen häufig als Misstrauen aufgefasst werden, obwohl, ich sage mal, in meiner Zeit habe ich noch gelernt, das ist eine Hilfe, oder? Du gibst mir einen Auftrag und ich arbeite daran, dann kommst du in 2 Tagen und sagst du, sag mal Peter, wie geht's, wie weit bist du? Dann habe ich damals gelernt, das ist nicht Misstrauen von Christian, ich mache nichts oder irgendwie performe da nichts, sondern du willst mir helfen, sagen, du, schau, ist was, läuft es gut, wie ist es? Und brauchst auch Gewissheit für das Projekt, oder? Und wenn es gelingt, der Projektleiterin oder den Projektleiter so zu führen, dass sie Aufträge erteilt, die klar sind, dann auch wieder schaut, wie es läuft und nicht davor zurückschreckt, auch zu korrigieren, wenn es nicht so läuft, wie sie es will, dann glaube ich, hat man eine ganz gute Voraussetzung eigentlich für den Erfolg. Und vielleicht heute noch mehr als früher muss man dem Projektleitenden sagen, verschwendet keine Zeit mit Administration. Da ist natürlich heute schon all die Berichte und Zeug und überall Stunden und weiß nicht was, aufschreiben und erfassen, all die Systeme, da ist natürlich eine Plage fast. Und da rufe ich dazu auf, sich mit Unterstützungspersonal auszurüsten, Projektoffice und so weiter. Also die Projektleiterin, die darf sich nicht ablenken lassen durch Administration, die muss sich aufs Führen konzentrieren. Jetzt drehen wir es mal um. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Erfolg bringt. Was sind denn die typischen Fallen, in die ein Projektleiter reinläuft und dann Misserfolg hat? Hast du da so ein paar Beispiele, Ideen, was es zu vermeiden gilt? Ja, also da würde ich jetzt eigentlich lieber
Natürlich gibt es in jedem Projekt viele Fallen, oder? Und da gibt es immer wieder neue, oder auch wenn man schon viele Projekte gesehen hat. Oder? Ich würde es vielleicht mal so beleuchten wollen. Die Projektleiterin oder der Projektleiter, dass sie kann für sich selbst die größte Falle sein, oder? Wenn du aufhörst, dich zu hinterfragen, wenn du aufhörst, dich zu fragen, mache ich das Richtige, wenn du aufhörst, dich zu hinterfragen, mache ich es richtig, wenn du beim Sporttreiben oder beim Duschen nicht dauernd darüber nachdenkst, was muss ich jetzt noch tun, dass das Projekt gut läuft, auf was muss ich nachdenken, was muss ich tun, dann hast du eine große Chance, dass du selber die Falle bist und keine anderen mehr brauchst. Und das erachte ich ein bisschen als die größte Falle in Projekten. Ich beobachte auch, habe keine Evidenz dazu, wir haben da keine Studie gemacht, aber ich bin ja sehr viel in Unternehmen und sehe sehr viele Projekte. Es scheint mir so ein bisschen eine Kurve zu geben. Ziemlich junge Leute, die jetzt gut ausgebildet sind und die dann neue Projekte machen, die machen häufig einen super Job, obwohl sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann gibt es so eine Art Mittelfeld zeitliches, wo die Leute schon einige Projekte geleitet haben. Und dann kommt bei einigen offenbar so eine Phase, wo man glaubt, ja, jetzt bin ich gut, ich habe schon ein paar Erfolge gehabt, ich weiß, wie es geht. Und dann kann man das ein bisschen so. Und ich glaube, dann wird es wirklich sehr gefährlich für die Projektleitenden selbst, wenn sie glauben, sie haben es im Griff und mir nichts mehr kann passieren, weil ich das schon gut weiß, wie das geht. Aber, und das würde ich als die größte Falle, die ich so beobachte, neben all den tausend Projektfallen eigentlich anschauen. Ja. Und da haben wir wieder den Faktor Mensch im Projektmanagement. Genau, und ja. um das geht es halt natürlich am Schluss. Hast du noch einen Hinweis, wie man sich als Projekt am besten organisieren kann, welche geschickte Organisationsform gewählt werden kann, um erfolgreich zu sein? Wäre, glaube ich, vermessen, jetzt irgendwie dazu eine allgemeingültige Erklärung abgeben zu wollen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich klar ist, dass es eben keine Organisationsform gibt, die immer passt, oder? Sondern man muss sich für jedes Projekt die beste Form wählen, oder? Und das ist halt von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen, im Unternehmen drin, von Projekt zu Projekt möglicherweise anders, weil man Schwergewicht auf beispielsweise Tempo legen dann auch, dann ist vielleicht die Organisationsform auch anders, als wenn das eben High Reliability sein muss. Und wie man das machen will, Steuerungsausschuss, Projektorganisation, welche Methode, agil oder hybrid, also irgendwie Wasserfall kombiniert mit agilen Elementen oder klassisch, also Ablauf und Aufbau. Ich glaube, die Kunst ist, ohne das komplizieren zu wollen, dass jetzt nicht bei kleinen Projekten, da kann man das standardmäßig machen, aber wenn es größere, komplexe Projekte sind, muss man einfach für den einzelnen Fall, dass sich gut überlegen, zwei, drei Varianten haben und sich überlegen, was im Vor- und Nachteile auswählen, mit den Leuten in verschiedenen Stufen besprechen und dann so machen. Ja, also die eine Lösung gibt es nicht, die eierlegende Wollmilchsau im Projektmanagement. Genau. Aber wenn wir jetzt mal zum Ende kommen vom Interview und auch zum Ende kommen mental von den Projekten, was kann denn der Projektleiter tun, um sein Projekt sauber zu beenden und es gut abzuschließen? Also bewährt hat sich, da gibt es auch Forschung drüber, aber auch natürlich ganz viel praktische Evidenz, dass man da ein systematisches, man kann dem Claim Management sagen, oder, aufstellt, wo man schon während dem ganzen Projekt alles aufnimmt oder alle Dinge, die nicht so sind, wie man es hätte liefern sollen, und dann gibt es Abnahmen zwischendrin. Und das Claim Management, da geht es einfach darum, das komplett zu haben, das transparent zu führen, dass die Leute, die was zu gut haben von mir, das sehen, oder dass ich es ihnen sage, das bekommst du alles noch, und da bin ich noch schuldig, oder muss ich dir noch liefern, dass es abgearbeitet wird und dass die Leute, die was zu gut haben, das sehen, das wird abgearbeitet, ist in Arbeit, dass man die auch irgendwie gut im Bild hält,
und informiert, was passiert. Und auch aktiv bei denen nachfragt, schau, wir waren da zu spät und jetzt hast du das gekriegt und wie ist das? Oder dass man dies besonders gut pflegt. Und da muss man das machen, bis entweder alles abgearbeitet oder man entlastet ist und die Leute sagen jetzt ist es gut. Aber ist eine tolle Frage zum Schluss unseres Gesprächs, das ich übrigens sehr genossen habe, weil da haben wir, glaube ich, auch noch ganz viel Potenzial im guten Abschließen der Projekte oder weil auch das Zutrauen der Leute in unsere Fähigkeiten, Projekte zu machen, das steigt natürlich dauernd an, wenn wir zum Schluss auch beweisen, dass wir immer wieder darauf zurückkommen, was wir versprochen haben und das auch ordentlich abarbeiten. Das ist das eine. Der zweite Aspekt ist ja, dass wir in der Retrospektive bei Projektende auch selbst sehen können, wo wir noch besser werden können als Projekt. Was du gesagt hast, wenn man unter der Dusche steht beim Laufen, ist, dass man sich dann fragt, was war denn gut, wenn man dieses transformiert und hineinbringt ins Projekt und mit dem Projektteam eine solche Übung macht. Genau. Also ich kenne Unternehmen, die haben das sehr schön institutionalisiert. Da gibt es wirklich, ob all der Hektik und den vielen Projekten, einfach ganz ordentliche, sag dem mal, Projektabschlussmeetings, wo sich alle nochmal treffen, man schaut, was haben wir gewollt, was haben wir erreicht, wie ist es gegangen, man schreibt auf, was ist schief gelaufen, was ist gut gelaufen, das können wir fürs nächste Mal lernen und natürlich geht man nachher noch ordentlich was essen und trinken. Genau. Peter, machen wir das jetzt auch? Das machen wir dann auch. Sehr gut. Peter, vielen Dank für dieses Interview, ich habe es sehr genossen. Danke für deine Zeit. Eine letzte Frage, wenn unsere Zuhörer und Zuschauer dich erreichen wollen, wie können sie das tun? Am einfachsten gehen sie auf die Website, die heißt www.ccki.org und dann nachher finden sie da die Koordinaten. Wir werden diese Webseite unten einblenden. Das ist gut. Vielen Dank. Danke vielmals, Christian. Dir noch einen schönen Abend. Ja, danke. Bis nächstes Mal. Dankeschön. Ciao, Christian. Am einfachsten gehen Sie auf die Webseite www.ccki.org und dann nachher finden Sie da die Koordinaten. Wir werden diese Webseite unten einblenden. Das ist gut. Vielen Dank. Danke vielmals, Christian. Dir noch einen schönen Abend. Ja, danke. Bis nächstes Mal. Dankeschön. Ciao, Christian.